meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ein Video, was ich euch auch schon vor Monaten angekündigt habe. Ich habe nämlich schon ganz oft die Frage gestellt bekommen, was ich eigentlich von den Haarschneideschere halte, die man so bei DM und Rossmann kaufen kann. Also die hauptsächlich jetzt explizit angesprochen, aber jetzt auch so generell eBay, Amazon. Es gibt ja relativ viele Möglichkeiten, eine relativ günstige Haarschneideschere zu kaufen, aber ob die auch was taugen, das schauen wir uns heute in dem Video mal an. Ich habe die verschiedensten Scheren eingekauft, was euch halt besonders interessiert hat, die Haarschneidescheren, die es bei DM und Rossmann zu kaufen gibt. Aber ich habe auch mal bei eBay geguckt und ich habe hier ein Set von Teddy oder ist es von Kick? Ne, ich glaube, das ist von Teddy. Aber bei Kick haben die sowas gar nicht, fällt mir gerade ein. Das sind hier die zwei von DM und Rossmann. Ich habe meine Nägel immer noch nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Wollte ich gestern schon gemacht haben, als ich die Manic Panic Videos gedreht habe und habe dann keine Zeit gehabt und jetzt habe ich es immer noch nicht gemacht. Das sind die einzigen, die es da gibt. Also sonderlich viel Auswahl gibt es nicht. Ich muss gerade noch mal nachgucken, was die gekostet haben. Ich meine, es wäre irgendwas um die 7, 8 Euro gewesen. Ja, 8 Euro. Die meisten Haarschneidescheren, die man so kaufen kann, sehen sich auch sehr ähnlich. Das hier ist zum Beispiel von Teddy. Also wenn man sich die jetzt mal genau anschaut. Ich muss die jetzt mal aus der Verpackung holen. Sonst blendet das hier so mit den Softboxen. Also man sieht, die sehen sich auch immer relativ ähnlich. Es ist immer die gleiche Art Schere, die es zu kaufen gibt. Da gibt es jetzt nicht großartig Variationsmöglichkeiten. Man kann jetzt also nicht wählen zwischen Schliff, Form, Zoll, also wie lang die ist, welchen Schliff die hat und so weiter. Das kann man nicht wählen. Auch hier bei diesen Ringen hier gibt es verschiedene Größen. Da kann man jetzt auch nicht unbedingt wählen. Es sind immerhin solche Gummis hier dabei. Dann kann man das ein kleines bisschen enger machen, beziehungsweise allein schon durch das Material hat man einfach einen besseren Halt. Rutscht nicht so schnell da raus. Ja, alleine schon die eingeschränkte Auswahl ist für einen Friseur schon echt hart. Also ich habe mir das mal hier alles durchgelesen und man kriegt wirklich, also ich denke, jeder Fachmann, jede Fachfrau, egal in welchem Bereich man arbeitet, kann das verstehen, ne? Wenn dann sowas hier verkauft wird als Haarschneide, Professional Haarschere steht da auch noch drauf. Ich kriege einen Herzinfarkt. Gruselig. Also es gibt halt unterschiedliche Scheren, es gibt unterschiedliche Schliffe, es gibt unterschiedliche Formen, je nachdem halt auch, was man damit anstellen möchte, ist die ein oder andere Schere halt besser geeignet. Hier auf den Scheren steht zum Beispiel auch gar nichts groß drauf, also wir können uns ja mal gerne, also das ist jetzt hier die Rossmann-Verpackung, hier steht nur drauf, dass es rostfreies Edelstahl ist, na immerhin. Die professionelle Haarschere ist durch die exakt geschliffenen Klingeln besonders leichtgängig und zuverlässig in der Handhabung. Die unterschiedlich großen, mit Gummieinsätzen versehenen Scherenaugen und der Fingerhaken ermöglichen ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Hier steht auch leider nichts drauf. Bei der DM-Schere steht Ebelin drauf, dann weiß man immer, dass es die von DM ist. Die hier von Rossmann, also ermüdungsfreies Arbeiten. Ich persönlich finde einen Fingerhaken, also das hier, jetzt nicht unbedingt vorteilhaft. Es gibt viele, die mögen das. Ich persönlich finde, das Ding stört irgendwie. Ihr müsst verstehen, also eigentlich arbeitet man nur mit dem Daumen. Also eigentlich, ich zeige euch das mal an meiner Schere, die ich hier mitgebracht habe. Eigentlich bewegt sich hier nur der Daumen. Der Rest bewegt sich eigentlich gar nicht. Die ist mir auch mittlerweile zu groß. Ich hatte früher dickere Finger offenbar. Das ist eine Schere, die ich schon länger nicht mehr benutze. Hier ist auch meine allererste Schere. Gehe ich später nochmal genau drauf ein. Und hier, ich habe das auch schon hier an der kleinen Schraube versucht einzustellen. Man weiß ja nie, wenn man die kauft, oft sind die etwas zu stramm eingestellt oder zu locker. Da muss man erstmal schauen. Und wenn ich jetzt hier versuche, nur mit dem Daumen was zu machen, das ist so anstrengend. Und seht ihr, wie das hakt? Diese abrupten Bewegungen, das ist so anstrengend, das geht halt extrem hier auf diesen Muskel. Und wenn man damit jetzt sehr lange arbeiten würde, würde man Probleme bekommen. Sagen wir es mal so. Also ermüdungsfreies Arbeiten, die hakt halt extrem, diese Schere. Ich muss hier viel Spannung aufbauen, um die überhaupt aufzubekommen. Abgesehen davon, dass das alles hier irgendwie zu groß ist, zu wackelig ist und komfortabel finde ich die auch nicht. Mich stört das hier. Gut, das ist jetzt Geschmackssache. Aber allein schon, dass die so hakt,
Das ist nicht schön. Ansonsten steht hier auch nichts drauf. Hier steht noch drauf ein Bildchen, wie man die Schere hält. Schön. Also es steht auch nirgendwo zum Beispiel, wie viel Zoll das ist. Also wie lang dieses Schneideblatt hier ist. Es gibt verschiedene Längen. Ich kann später gerne mal erklären, wofür die da sind. Wir schauen jetzt gerade aber erstmal die DM-Rückseite hier an. Es steht auch drauf auf aus rostfreiem Edelstahl mit praktischen Fingerhaken. Dann steht hier Haarlängen alle, also für alle Haarlängen geeignet. Das ist auch schon so eine Sache. Da muss ich muss gleich noch mal ein bisschen erklären. Haartyp alle. Ergebnis. Präzise Schnitte und exakte Konturen. Hilfe, da muss ich gleich was zu sagen. Pflegetipp. Ja, mit Desinfektionsmittel. Desinfizieren und reinigen. Regelmäßiges Auftragen von Öl. Dass ein Pflegehinweis dabei steht, finde ich noch gut, war bei Rossmann nicht. Verhindert den vorzeitigen Verschleiß, somit wird die Lebensdauer verlängert, ja. Klassisch gerade Form und spezieller Schliff für exaktes Kürzen der Haare und präzises Schneiden von Konturen. Maximaler Komfort durch praktischen Fingerhaken. Die Schere lässt sich jederzeit an der Schraube nachjustieren, nur zum Haareschneiden verwenden. Ja, das ist immer ganz wichtig. Haarschneideschere sollte man nie für irgendwas anderes verwenden, sonst gehen die nämlich kaputt. Wissen viele nicht. Also mit einer Haarschneideschere sollte man jetzt auch kein Papier schneiden. So, diese Schere sieht im Gegensatz zu der Schere von Rossmann ein kleines bisschen anders aus. Hier, die Oberfläche ist übrigens matt. Die ist eher glänzend, was mir eigentlich egal ist, wie die aussieht. Hauptsache, die schneidet. Hier ist mir aber schon direkt was aufgefallen. Ich habe hier schon ein bisschen an dem Rädchen dran rumgedreht, um die ein bisschen einzustellen. Und das ist das Perfekte. Also so perfekt, wie es nur irgendwie möglich ist. Auch hier, das ist alles viel zu groß für mich. Das rutscht. Das ist nicht optimal, aber das ist eben das Problem, ne? Nicht jeder hat gleich dicke Finger. Das ist also, ich müsste jetzt hier mit dieser rutschigen Schere arbeiten und jetzt hört euch das mal an. Das ist Folter für meine Ohren. Also das darf nicht sein. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet damit einen Haarschnitt machen, die ganze Zeit. Nein, danke. Bevor wir jetzt weitermachen, ich gehe jetzt erstmal auf diese Zollangaben, was ich gerade erzählt habe, ein, damit auch jeder Laie es versteht. Kann ja nicht jeder sich damit auskennen, ist ja klar, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat. Hier steht jetzt gar nichts drauf zum Thema Zoll, Schliff und so weiter, nichts. Also die Länge misst man hier in Zoll bei den Scheren. Also 4,5 Zoll, das sind in etwa 11 cm, wenn ich mich nicht irre. Und es gibt eigentlich, was Scheren angeht, fast alles. Ich hatte mir das mal aufgeschrieben. Ich musste das nochmal raussuchen für euch. Also normal ist meist so 4,5 Zoll oder 6,5 Zoll. Das sind so circa 16 cm. Es gibt auch 20 cm. Alles, was darüber geht, das sind sogenannte Barbier-Scheren. Also es gibt halt kürzere Scheren, die präziser schneiden oder sind dafür gedacht, um präziser zu schneiden. Scheren mit großen Schneideblättern sind halt dafür gemacht, um größere Passés in einem durch sozusagen zu schneiden. Beziehungsweise halt sind die besser geeignet, um über Kamm und Schere zu schneiden. Mit kürzeren kann man das zwar auch, aber wenn man das halt in einem sauber abschneiden kann, wird es halt ein bisschen präziser. Obwohl sicherlich jeder geübte Friseur, der es wirklich drauf hat, auch mit einer kürzeren Schere schneiden kann. Aber ja, ich erkläre es jetzt einfach nur mal, wofür es gedacht ist. Es kommt natürlich auch auf vieles an, zum Beispiel in der Regel, welches Geschlecht man hat. Also Männer haben ja zum Beispiel in der Regel eher größere Hände, bevorzugen dann auch längere Scheren. Es gibt aber auch Ausnahmen. Ich weiß noch, mein ehemaliger Chef, der hatte so eine ganz kleine Schere. Aber letztendlich muss auch jeder selbst wissen und ausprobieren, womit er am besten zurechtkommt. Kann man halt nicht verallgemeinern, aber für jeden gibt es die passende Schere definitiv. Auch die Scherenblätter können verschiedene Eigenschaften haben. Es gibt zum Beispiel glatte Schneideblätter, die halt zum Slicen besonders gut geeignet sind. Nachteile ist, wenn man damit jetzt normal schneidet, das Haar rutscht da relativ schnell raus, was dann zur Folge haben kann, dass es ein verhältnismäßig unsauberer Haarschnitt wird, jetzt gerade wenn man nicht so geübt ist. Deshalb gibt es zum Beispiel Scherenblätter mit Mikroverzahnung. Das heißt, das Haar wird dann so ein kleines bisschen festgehalten, wodurch man präziser schneiden kann. Und das hier, hier steht zum Beispiel, was war das? Präzise Schnitte, klassisch gerade Form und spezieller Schliff für exaktes Kürzen der Haare und präzise Schneiden. Ich weiß nicht, ob die damit auf irgendeinen speziellen Schliff anspielen. Also so wie sie es beschreiben, hört sich das nach Mikroverzahnung an. Bei Rossmann haben sie da einfach nichts zugesagt. Also die Preisspanne ist jetzt hier auch sehr unterschiedlich. Wie gesagt, Rossmann DM liegen wir bei knapp 8 Euro.
Ich habe jetzt hier noch unterschiedliche, also hier ist zum Beispiel ein Set von Teddy. Hier sind 2 Haarschneideschere drin. Hier steht auch oben noch der Preis drauf. Das hat 3 Euro gekostet von Beauty Lounge. Haarschneideschere-Set. Hier haben wir 2 Haarschneideschere, die eher nach Bastelschere aussehen. Oh, die sind sogar, eine ist kürzer und eine ist länger. Damit haben sie DM und Rossmann schon mal einiges voraus, wollte ich nur mal gesagt haben. Dann ist hier ein Kamm dabei, der relativ billig aussieht und auch sehr billig ist. Hat hier scharfe Ränder, also würde ich damit schon mal gar nichts kämmen. Unbreakable steht da drauf. Hm? Hallo? Ich habe Angst. Unbreakable ist es gar nicht. Aber ich muss sagen, der hat schon einiges ausgehalten. Trotzdem von der Verarbeitung her, hier die scharfen Ränder würde ich nicht kämmen. Also Müll braucht man nicht. Mit diesem praktischen Beauty Lounge Haarschneideset lassen sich die Frisuren einfach und schnell kreieren. Ob Spitzenschneiden, Pony, Stutzen oder eine neue Frisur, für jeden ist die passende Schere in diesem Set vorhanden. Tipp, nach jedem Gebrauch die Scheren ordentlich säubern und gut trocknen lassen. Ja, ist jetzt auch keine Pflegeanleitung dabei, kein gar nichts. Es wird nicht erklärt, wofür jede einzelne Schere da ist. Also hier sind keine Ringe bei, gar nichts. Das Material ist sehr, sehr glatt. Da rutscht man durch, da gibt es keinen Halt. Die sind sehr laut. Auch hier braucht man sehr viel Kraft, um die Schere zu öffnen. Bei den anderen beiden ist es noch schlimmer. Und das Witzige ist, boah, das ist ja richtig ätzend. Man braucht extrem viel Kraft. Die hängen. Und man sieht das im Grunde schon. Das ist keine Haarschneideschere. Das ist eine stinknormale Bastelschere. Dann habe ich hier eine Schere, die ich mir auf eBay gekauft habe. Ich glaube, das war so für 10 Euro. Die sieht schon mal mehr nach einer Friseurschere aus als alle anderen. Ich persönlich mag übrigens Scheren, die hier nicht glatt sind, sondern wie hier so einen kleinen Hügel haben. Dann kann man nämlich den Finger da so schön reinlegen. Dann ist das ein bisschen komfortabler. Die macht zwar auch Geräusche, aber die liegt gut in der Hand. Ist jetzt auch ein bisschen zu groß. Also definitiv, da brauche ich auf jeden Fall Ringe. Aber die sieht schon mal wie eine Friseurschere aus. Man braucht kaum Kraft, um sie zu bewegen. Aber man hört es, ne? Also Geräusche machen sollte eine Schere definitiv nicht. Dann habe ich mir von Wish, eine sehr stylische Haarschneideschere aus China gekauft. Da sind auch irgendwelche chinesischen Zeichen drauf. Die sieht sehr stylisch aus, aber das war es im Grunde auch schon. Weil was man hier schon merkt, aufgrund dieser Verzierung, die hier drauf sind, ist die sehr schwer. Also wenn ich das jetzt einfach mal hier auf dem Daumen balanciere, sieht man schon, die ist ja sehr, sehr schwer hier in dem Bereich. Was nicht so toll ist, ich finde es nicht gut, wenn Scheren schwer sind, aber auch die macht Geräusche, aber relativ wenig. Liegt gut in der Hand. Auch hier bräuchte man Ringe, was aber ein bisschen schwierig ist, weil die hier so eine komische Form haben. Die sind so verschnörkelt, aber ich denke, das müsste auch irgendwie gehen. Und man braucht relativ wenig Kraft, um sie zu öffnen und zu schließen. Hm. Die hat, meine ich, 20 Euro gekostet. Also es gibt verschiedene Preisklassen. Was kostet denn jetzt überhaupt eine richtige Friseurschere? Also meine, die ich gerade benutze, kann ich euch gerade nicht zeigen. Die ist nämlich bei meiner Mama. Die habe ich vergessen, weil ich Haare geschnitten habe. Aber ich zeige euch jetzt hier mal meine allererste Schere von Tondeo. Meine allererste Azubi-Schere damals. Die ist halt schon, oh Gott, wann habe ich meine Ausbildung angefangen? 2006. Ist schon richtig lange her. Die ist mittlerweile stumpf, nicht mehr so toll. Also man kann noch Haare damit schneiden, aber ist nicht mehr so perfekt. Ist halt auch schon häufiger mal runtergefallen. Und ja, irgendwann braucht man einfach mal eine neue Schere. Die ist relativ kurz, wie ihr sehen könnt. Im Gegensatz jetzt zu den anderen. Aber das war damals okay. Und trotzdem, hört man überhaupt irgendwas? Ich weiß es nicht. Macht die kaum Geräusche, obwohl die nicht mehr so scharf ist. Also man kann die eigentlich noch benutzen. Die ist jetzt nicht super scharf, aber naja. Das ist die, die ich mir vor ein paar Jahren mal gekauft habe. Die ist eigentlich noch in Ordnung, da hört man gar nichts. Aber die ich jetzt aktuell habe, die ist bei meiner Mama. Also eigentlich sollte man, wenn man eine Schere hat, sollte man gar nichts hören, wenn man die öffnet und schließt. Wenn die dann schon quietscht und krackelt und was weiß ich nicht was, ist schon mal komisch. Ich weiß nicht mehr so genau, was die gekostet haben. Also das hier, meine allererste Schere, die habe ich damals im Set
gekauft. Da war noch eine Evalierschere dabei und so eine Totenkopftasche zum Umhängen. Und ich glaube, ich habe damals, war schon ewig her, ich weiß nicht, wie die Preise heute sind, das hat, boah, weiß ich nicht, 150 Euro gekostet, 200 Euro in etwa. Und die hier, die habe ich damals über einen Laden bezogen. Da kriegt man sowieso immer günstiger, wenn man dann in größeren Mengen bestellt und so weiter. Ich glaube, ich habe für die auch irgendwie so 300 Euro bezahlt oder so. Also mit 300, 400 Euro sollte man auf jeden Fall rechnen, wenn man eine gute Schere haben will. Es gibt aber noch wesentlich teurere. Also 400 Euro ist eigentlich gar nichts. Es gibt auch welche für mehrere tausend Euro. Ja, also ein paar hundert Euro sollte man schon investieren. Deswegen ne, 8 Euro, 10 Euro, 20 Euro hier. Ist schon relativ wenig Geld. Ich habe dann natürlich versucht, mit allen Haare zu schneiden. Ist ja klar. Kommen wir jetzt mal nach, ich weiß nicht wie vielen Minuten, endlich mal dazu. Also die DM-Schere liegt halt nicht sonderlich gut in der Hand. Die ist viel zu groß, die macht Geräusche. Wenn eine Schere scharf ist, muss die schon problemlos durch ca. 1 cm dickes, feuchtes Haar schneiden können, ohne dass man Widerstand spürt. Man dürfte nicht merken, wie sie durch das Haar schneidet. Man darf auch nichts hören. Und hier an dem Übungskopf, ja, man sieht es ja eigentlich schon, ne? Also die schneidet teilweise nicht mal richtig. Also bei manchen Passés schneidet sie in einem gut ab, dann hakt es mal wieder zwischendurch. Man hört es definitiv, man spürt den Widerstand. Also richtig scharf ist die definitiv nicht. Ich würde schon sagen, dass sie schärfer ist als eine Haushaltsschere, aber allein schon dieses ganze Geklapper hier die ganze Zeit. Also ich würde nicht sagen, dass es eine qualitativ gute Haarschneideschere ist. Ich würde damit auch keine Haare schneiden. Selbst wenn man jetzt sagt, mir ist es egal, wenn die nicht so gut in der Hand liegt, mir ist es egal, wenn die klappert, die ist halt günstig, ist es nervenaufreibend, damit zu schneiden, ja, aber es ist günstig und ich habe nicht so viel Geld. Selbst wenn man das jetzt sagt, das sind ja Gründe, die kann man ja nachvollziehen. Aber selbst dann kann ich euch einen ganz wichtigen Grund nennen, warum man das trotzdem nicht machen sollte. Und zwar, wenn eine Haarschneideschere nicht richtig scharf ist, das ist auch der Grund, weshalb man niemals mit einer Nagelschere schneiden sollte oder mit einer Haushaltsschere und mit überhaupt gar nichts schneiden sollte, außer einer wirklich guten Haarschneideschere, die scharf ist. Wenn eine Schere nicht richtig scharf ist, dann quetscht sie das Haar ab, beziehungsweise reißt das Haar ab. Dann ist das so, als wenn ihr euch Spliss in die Haare schneidet. Also stellt euch vor, ihr würdet jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, so einen Baumstamm gerade durchsägen. Dann ist das halt so eine glatte, schöne Oberfläche. Und jetzt stellt euch vor, ihr würdet, also so ein Baum wird durch ein Umwetter oder was umgeworfen, der knickt um und dann stehen da so diese ganzen Holzsplitter raus. Stellt euch mal vor, wenn ihr mit einer stumpfen Schere Haare schneidet, dass euer Haar dann so aussieht, euer Ende. Ihr seht es natürlich mit bloßem Auge nicht, weil es sehr dünn und sehr klein ist. Aber wenn man das sich mal unter dem Mikroskop angucken würde, würde man das sehen, dass man das Haar dabei verletzt und dann schneidet ihr euch quasi Spliss in die Haare. Und selbst wenn ihr nicht sofort Spliss habt, dadurch, dass das nicht scharf, sauber gerade abgetrennt ist, ist die Oberfläche halt schon angegriffen und dadurch wesentlich anfälliger für Spliss. Und deswegen würde ich niemals mit so einer stumpfen Schere Haare schneiden. Ich habe dann noch off-camera andere Scheren, also alle Scheren natürlich getestet und das war eigentlich identisch. Ich glaube am besten von den beiden, DM und Rossmann, hat jetzt noch die DM-Schere abgeschnitten. Obwohl die klackert wie Sau, hat die wenigstens doch einigermaßen gut geschnitten. Auch wenn die, wie gesagt, nicht richtig scharf war und das alles im Grunde nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Aber bei der ja, von Rossmann, kommt noch zusätzlich dazu, dass es so anstrengend ist, mit der zu schneiden. Ihr könnt es nochmal sehen, wie viel Kraft ich hier aufwenden muss. Wenn ich das nur ganz locker mit dem Daumen mache, es geht immer nur so ruckartig, weil die total klemmt und das ist einfach totaler Scheiß. Bei diesen beiden hier war es ganz ähnlich. Also eBay und Wish, die sind halt noch verhältnismäßig scharf. Also so auf den ersten Blick haben die ganz sauber geschnitten, ganz gut geschnitten. Auch wenn die jetzt nicht so scharf waren wie jetzt meine Scheren hier. Aber es ging noch, man konnte damit einigermaßen schneiden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht so scharf sind. Und wenn man jetzt mal die Haarspitzen dann unter Mikroskop anschauen würde, dass auch die nicht sonderlich gerade, also scharf abgeschnitten sind. Und was halt auch hier leider das Problem war, dass die nicht lange gehalten haben. Also nach ein paar Wochen schon wurden die zunehmend stumpfer. Also abgesehen davon, dass die von Anfang an schon nicht so super waren, wurden sie halt relativ schnell dann richtig scheiße. Man hat im Grunde nichts davon, sich sowas
zu kaufen. Also hier die beiden teuren haben jetzt noch von denen am besten abgeschnitten. Aber also die DM und Rossmann Scheren, die kann man wirklich in die Tonne treten. Das sind bestenfalls bessere Haushaltsscheren. Ich würde die auf gar keinen Fall für meine Haare verwenden. Aber als Haushaltsschere halt auch nicht. Das sind überteuerte Haushaltsscheren. Weil ich könnte mir theoretisch bei Teddy eine Haushaltsschere für 2-3 Euro kaufen und keine von DM und Rossmann für 8. Ich weiß ja, warum viele meine Meinung zu diesen Scheren wissen wollten. Nämlich, weil sie sich gerne zwischendurch mal zu Hause den Pony schneiden oder was weiß ich und dann einfach eine günstige Haarschneideschere suchen, weil man als Laie halt eben keine 2000 Euro Schere braucht für ab und zu mal die Haare von Mama geschnitten bekommen oder was, kann ich auch nachvollziehen. Trotzdem, ihr wolltet ja meine Meinung dazu hören, würde ich euch raten, das nicht mit so einer DM-Schere zu machen oder mit einer Rossmann oder egal wo gekauften Billig-Haarschneideschere, auch nicht aus dem Friseurbedarf, da sind die oft auch nicht besser. Ich würde einfach mal bei gängigen Scherenfirmen wie Jaguar oder Tondeo oder was, es gibt ja ganz viele Marken, würde ich einfach mal gucken, was da so die günstigste Schere ist. Ich bin mir sicher, da kriegt man bestimmt schon ganz günstig so eine Schere für 100, 200 Euro. Ich habe keine Ahnung, was Scheren heutzutage kosten, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer wenn ich mir eine kaufe, beziehe ich die auch über den Salon und da kriegen wir das sowieso immer alles günstiger. Von daher, ich habe keine Ahnung, was so die günstigste Schere kostet. Weil gerade jetzt zum Beispiel hier meine Ausbildungsschere, die hat halt im Set damals 150, 200 Euro, keine Ahnung, gekostet. Die war halt auch nach einem halben Jahr irgendwie stumpf. Aber wenn man jetzt einmal im Monat oder so die Spitzen schneidet damit, dann denke ich, hält die ja auch schon eine Weile. Oder man investiert halt einmal Geld in so eine Schere für 300, 400 Euro, von der man dann definitiv länger was hat, weil so eine günstige Schere, klar ist die erstmal günstiger, aber wenn ich dann alle paar Monate eine neue kaufen muss, jedes Mal wieder 200 Euro, wieder 200 Euro, wieder 200 Euro, ist das ja auch nicht gerade günstig. Da würde ich mir lieber einmal eine vernünftige kaufen. Und wenn man dann überlegt, was man beim Friseur jeden Monat zahlen würde, rentiert sich das ja auch innerhalb von, keine Ahnung, je nachdem, wie teuer man die jetzt, wie teuer man die wählt. Ich sag mal, grob geschätzt, innerhalb von 6 Monaten bis einem Jahr rentiert sich das ja eigentlich. Und wenn man nicht so häufig damit schneidet, dann kann man die schon ein paar Jahre sicherlich gebrauchen. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Bin ich ganz ehrlich. Es konnte eigentlich schon nichts werden. Naja, ich hoffe, dass euch das jedenfalls geholfen hat. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, dann bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.